Da steht, ich bin die Herrin der Schmerzen, gib mir, was ich am meisten begehre. Da steht, ich bin die Königin der Geheimnisse, gib mir, was ich am meisten begehre. Da steht, ich bin die Verführerin, gib mir, was ich am meisten begehre. Da steht, ich bin die Blutbaronin, gib mir, was ich am meisten begehre. Die andere Hälfte habe ich in Mias Wohnung gesehen. Ich muss Mia suchen. Mia, könnte ich bitte Ihren Wohnungsschlüssel haben? Ich brauche die zweite Apfelhälfte. Na sicher, hier. Gibt's was Neues? Der Täter hat ein Foto von Mia auf Stefanis Leiche hinterlassen. Und bevor Stefanie ermordet wurde, fanden wir deren Foto auf Cynthias Leiche. Kannst du mir folgen? Ja, ich lasse sie nicht aus den Augen. Danke. Und? Ist Cola unser Mann? Leider nein. Verdammt. Hallo Claire. Hallo Herzchen. Und? Was kannst du mir über die hier erzählen? Tod durch Strangulierung. Schau dir die Verletzungen am Hals an. Auch sie wurde genau wie Opfer 4 und 5 aufgeschlitzt. Die Verstümmelungen wurden vermutlich wieder postmortem zugefügt. Aber dieses Mal hat er sich was Neues einfallen lassen. Und was? Mir war aufgefallen, dass dem Opfer ein Teil der Eingeweide fehlte. Und nach einigem Suchen habe ich sie in den Farbeimern gefunden. Sowas Groteskes ist mir in all den Jahren noch nicht vorgekommen. Glaubst du, da arbeiten zwei zusammen? Unwahrscheinlich. Serienmörder arbeiten selten Hand in Hand. Ich weiß nur von zwei Fällen, die Hillside-Würger und Lucas und Tool. Nein, hier ist nur einer am Werk. Er ändert seine Vorgehensweise, um jemand anders zu imitieren. Die ersten drei hat er geschlagen und dann ertränkt. Ab Nummer 4 begann er, die Leiche aufzuschlitzen. Aber auch da wurde das Opfer zuvor ertränkt.
Und bei Nummer 5 ging er sehr ähnlich vor. Kannst du sonst schon was sagen? Nicht wirklich. Die hier ist eine harte Nuss. Wegen der verdammten Farbe. Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay. Hast du was vom Tatort entfernt? Nö. Wieso? Ich kenne dich doch und weiß, dass du gern ein paar Etappen überspringst. Vor allem, wenn du vor mir am Tatort bist. Glaubst du etwa, ich hätte das mit dem Mississippi-Fall vergessen? Nein. Dass du was vergisst, scheint unmöglich zu sein. Ich geb's zu. Das Opfer hatte in der linken Hand ein Foto. Außerdem nahm ich ihren Arbeitsausweis mit. Und, dann habe ich noch eine silberne Rose unter dem Aufzug da gefunden. Jetzt verstehe ich, warum ich nichts gefunden habe. Victoria, bitte lass das in Zukunft. Oder sag mir zumindest, was du mitgenommen hast, bevor du irgendwohin verschwindest, okay? Ich versprech's. Was ist denn los? Du bist ja bleicher als eine Aspirintablette. Um ehrlich zu sein, die Sache wird mir echt unheimlich. Allmählich mache ich mir Sorgen um dich. Jetzt erzähl schon. Ich habe doch das Tagebuch meines Großvaters gelesen. Naja, eher seine Untersuchungsaufzeichnungen. Jedenfalls geht's da um einen Fall in Prag, in dem er von Prostituierten gebeten wurde, einen Serienmörder zu fangen. Er wollte noch nicht mal Geld dafür. Naja, um's kurz zu machen, die Morde in Prag ähneln denen hier total. Und ich werde das ungute Gefühl nicht los, dass der Mörder meinen Familienhintergrund kennt und mich fertig machen will. Und du glaubst, der Mörder weiß über deinen Großvater und den Prager Fall Bescheid und geht genauso vor wie der damalige Täter? Naja, so ungefähr. Verrückt. Aber wenn der Täter wirklich den Prager Fall kennt, warum ist er dann nicht direkter? Was meinst du damit? Warum stößt er dich nicht noch deutlicher mit der Nase drauf? Tut er ja, aber ich verstehe seine Zeichen nicht. Zum Beispiel die Nachricht gestörte Zuflucht. Oder die letzte, die Vergebung der Sünderin. Er versucht offensichtlich, mich mit der Nase drauf zu stoßen. Aber mir geht die Bedeutung ab. Hast du den Bericht schon zu Ende gelesen? Nein, aber werde ich auf jeden Fall. Ich muss erst noch was erledigen. Deine Theorie lässt sich durchaus vertreten, aber lies erst mal weiter. Okay, und vielen Dank für die Informationen, Claire. Ist zwar nicht viel, aber wenigstens schon ein Anfang. Die Tür ist verschlossen. Wow, mit Zunge. Tolle Maschine.
Da steht, ich bin die Königin der Geheimnisse. Gib mir, was ich am meisten begehre. Da steht, ich bin die Verführerin, gib mir, was ich am meisten begehre. Da steht, ich bin die Blutbaronin, gib mir, was ich am meisten begehre. Da steht, ich bin die Herrin der Schmerzen, gib mir, was ich am meisten begehre. Ich muss einen Weg finden, an das Buch zu kommen. Und hier das Wohnzimmer. Man beachte den sadistisch aussehenden Skorpionstuhl. Ein Schlüsselloch. Ich brauche den passenden Schlüssel. Was für ein hübsches Bett.
Mann, es war... Und ich sollte dafür herrschen, was? Du Schwein! Du hast ihn gegen gutes Geld gedeckt, stimmt's? Weißt du überhaupt, wie viel ihr leben lassen mussten? Wenn du dir die Taschen vollstopfst, das wirst du büßen. Aber natürlich darfst du erst telefonieren. Gus. Hallo, mein Freund. Was ist los? Sie sehen ja aus, als hätten Sie Gespenster gesehen. Es gibt schon wieder ein Opfer. Wo ist die Leiche? In der alten Wäscherei. Aber die Brücke, die dahin führt, ist seit Jahren kaputt. Hören Sie, es ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich Sie darum bitte, aber könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ich habe wirklich keine Zeit. Zeit ist genau, was ich brauche. Bitte informieren Sie Skalnik nicht sofort. Geben Sie mir einen kleinen Vorsprung. Würden Sie das tun? Na schön, 5 Minuten. Mehr aber nicht. Danke. Passen Sie gut auf sich auf. Auf Wiedersehen, mein Freund. Auf Wiedersehen? Ach ja, auf Wiedersehen.
freien Ring. Seltsam. Dieser hier sieht ganz neu aus. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen.
muss der Schlüssel für diese Tür sein. Sie bewegt sich kein Stück. Thank you.
Schlüssel für diese Tür sein. Sie bewegt sich kein Stück. Das wird wohl nichts.
sein. Sie bewegt sich kein Stück. Dass Sie meiner Spur gefolgt sind, MacPherson. Sie können mir bei meinem letzten Meisterwerk zusehen. Wach auf! Du willst doch nicht etwa den Hauptakt verpassen. Dieses Bild heißt »Bis dass der Tod uns scheidet«. Die Frau in diesem Gemälde scheint das Leiden des Mannes, der neben ihr kniet, vollkommen zu missachten. Auch hier wieder ein dunkler Tunnel und eine bedrohliche Gestalt, die im Schatten lauert. Es scheint, als wolle Ackermann einen Moment aus seiner Kindheit nachstellen, wobei Vergewaltigung und Leid mitschwingen. Achte auf die Position des Mannes. Er wirkt verletzlich, schwach und schutzlos. Genauso hat Ackermann sich wahrscheinlich damals gefühlt. Reinigung der Seele. Zum ersten Mal in Ackermanns Werk wird eine Frau in verführerischer Pose abgebildet. Sie schwebt auf der Leinwand, ihr roter Mantel flattert im Wind und steht im Kontrast zur Grabesstille des Hintergrunds. Rot, die Farbe der Leidenschaft und Verführung, dominiert den Vordergrund, ist aber von purpurnen, grauen und schwarzen Tönen umgeben, den Farben des Todes. Der Frau fehlen die Augen, was vielleicht wachsende Verwirrung und Zorn gegenüber den Frauen in seinem Leben symbolisiert. Die Brücke am aufgewühlten Fluss. Die Frau im Vordergrund wirkt besorgt und fixiert den Betrachter. Ihr ist wohl nicht bewusst, von welchem Chaos sie umgeben ist. Der weite und stürmische Himmel, der üblicherweise für Freiheit und Offenheit steht, löst hier stattdessen bedrückende Gefühle aus und lauert über der Landschaft. Ist das Mark, der seine Mutter bestrafen will? Dieses Gemälde heißt »Die Straßen von Prag«. Ackermann lebte nur wenige Jahre in Prag. Auffällig sind die dunklen Seitengassen. Sieh dir die Farben an. Die Mauern sehen fast aus, als wären sie wundgeschlagen. Ackermann mochte diese Stadt offenbar nicht. Die Vergebung der Sünderin. Die Frau, die hier abgebildet ist, befindet sich in einer verletzlichen und unterwürfigen Position. Sie fleht inbrünstig um Vergebung. Vielleicht wollte Ackermann mit diesem Bild zeigen, wie seine Mutter ihn um Verzeihung hätte bitten sollen, weil sie ihn nicht beschützt hat. Das erste Bild trägt den Titel »Verlassen«. Rechts ist eine betrunkene Frau zu erkennen, die sich offenbar dessen, was um sie herum geschieht, nicht bewusst ist. In der Mitte des Bildes durchbohren zwei unheimliche Augen die Dunkelheit. Wir wissen, dass Mark Ackermann von seinem Vater missbraucht wurde und seiner Mutter vorwarf, dass sie dies wusste, aber nichts unternahm. Dies spiegelt sich auch im Gemälde wider. Die abgebildete Frau scheint der drohenden Gefahr gleichgültig gegenüberzustehen. Das hier heißt »Der Schüler«. Sein Titel deutet darauf hin, dass Mark den hier dargestellten Mann gut kannte. Obwohl Ackermann in seinem eigenen Kerker steckte, half ihm sein Schüler, diesem gewissermaßen zu entfliehen, was durch das Licht veranschaulicht wird, das durch das Fenster auf den Mann fällt. Er benutzt ihn, um seinem eigenen Gefängnis zu entfliehen. Der Titel dieses Bildes lautet »Geistlos«. Dieser Mann ist buchstäblich geistlos. Achte auf die Nähte an der Stirn, wo vermutlich eine Lobotomie durchgeführt wurde. Das ist Marks schlimmster Albtraum, in einem Gefängnis von Körper und Geist festzustecken. Der Mann steht zwar in einer von Dunkelheit umgebenden Ecke, aber durch ein offenes Fenster dringt Licht herein. Ironischerweise ist sich der Mann dieses Fensters zur Freiheit aber nicht bewusst und bleibt gefangen. Ah, Beatrice.
Diese Pflegerin scheint für Mark die ideale Frau zu repräsentieren. Und vielleicht war sie es auch. Die aufmerksame, liebevolle und verführerische Frau wird von engelhaften Weißtönen umgeben. Ihr satter und lebendiger Hautton steht im Kontrast zu früheren Werken. Dieses hier heißt Dr. Hyde. Es ist das erste aus seiner L.A.-Serie. Ackermann ist in den 30ern bekanntlich in eine Nervenklinik eingewiesen worden. Der Mann in diesem Gemälde stellt Marks Psychiater dar und ist die Karikatur eines ehrlosen Mannes, dessen Blick hinter dicken Gläsern verborgen ist. Das Bild strahlt eine gewisse Arroganz aus. Schau dir sein Lächeln an. Er sieht aus wie ein Dorftrottel. Mark respektierte diesen Mann offensichtlich nicht. Dieses Gemälde »Spirituelle Momente« ist das zweite, das in Chicago entstand. Man merkt, dass Mark sich hier wohlfühlt. Die Sonne geht auf und vertreibt das Dunkel. Beachte die warmen orangenen, gelben und roten Farbtöne. Vielleicht war Mark endlich zur Ruhe gekommen und fühlte sich in Chicago zu Hause. Das hier heißt »Gestörte Zuflucht« und ist das erste aus seiner Chicago-Serie. Einer der ungewöhnlichen Aspekte dieses Gemäldes ist die Perspektive, in der es gehalten ist. Es wirkt, als ob Ackermann in diesem Raum ein ungebetener Gast sei, der sich hinter einem Vorhang versteckt. Die abgebildete Frau weiß anscheinend nichts von seiner Anwesenheit und auch nichts von der Dunkelheit, die ihre in Licht getauchte Zuflucht umgibt. Mia, kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, sicher. Sind Sie das hier auf dem Foto? Ja, das bin ich. Wo und wann wurde es gemacht? Ich wusste gar nicht, dass mich da jemand fotografiert hat. Das war auf einer Rave-Party in einem leerstehenden Lagerhaus. Ist ein paar Wochen her. Mit wem waren Sie dort? Ich war mit... Ja, es tut mir leid, Mia. Aber ich muss wissen, ob Sie mit Stefanie dort waren. Ja. Woher kannten Sie Stefanie? Von der Arbeit. Sie, Cynthia und Stefanie arbeiteten also in dem Club? Ja. Wie heißt die vierte? Ihren richtigen Namen kenne ich nicht. Sie nannte sich Königin der Geheimnisse. Der Vorschrift nach durften weder die Kunden noch die Kollegen den richtigen Namen kennen. Steph, Cynthia und ich hielten uns aber nicht dran. Wir gingen oft zusammen auf Partys. Aber sie blieb stets abseits. Sie nannten sich die Verführerin? Ja. Stefanie war die Blutbaronin und Cynthia die Herrin der Schmerzen. Was genau lief im Club ab? Naja, die Königin der Geheimnisse empfing die Kunden in der Halle der vier Statuen und ließ sie die Kleidung wechseln. Die Kleidung wechseln? Ja, sie zogen Umhänge im viktorianischen Stil und Zylinderhüte an und setzten Masken auf. Masken? Ja, eine der Regeln lautete, dass ihre Identität geheim bleiben müsse. Waren sicher wohlhabende und einflussreiche Leute, die man leicht hätte erpressen können. Und diese Rollenspielchen fanden sie wohl aufregend. Aber vor allem waren sie beruhigt, dass wir nichts über sie wussten. Dafür haben Sie ja auch ordentlich geblecht. Danke, Mia. Ich möchte, dass Sie erstmal bei Richard bleiben, falls ich noch mehr Fragen habe. Sie haben doch nichts dagegen? Kein Problem. Hast du sonst noch was zu Mark Ackermann? Alles, was ich habe, ist ein Buch, das von der Kunstakademie herausgegeben wurde. Kann ich ein Exemplar haben? Na klar, Vicky. Liegt auf dem Stände im Zentrum der Ausstellung. Woher das plötzliche Interesse? Es hat was mit meinem Fall zu tun. Was? Inwiefern? Der Mörder hat an zwei Tatorten Nachrichten an den Wänden hinterlassen. Gestörte Zuflucht und die Vergebung der Sünderin. Aber damit konnte ich bisher nichts anfangen.
Willst du damit sagen, der Mörder kennt Ackermanns Bilder? Ja. Das würde mich aber wundern. Ackermann ist kaum bekannt. Er wurde noch nie vorher ausgestellt. Deswegen musst du mir genau auflisten, von wem du die Bilder gekauft hast und wer alles von der Kunstakademie an dem Projekt beteiligt ist. Tust du mir den Gefallen? Klar, aber das wird ein Weilchen dauern. Danke. Bis später. Tja, dann nehme ich mal deine Liste in Angriff. Ich rufe dich an, sobald ich die Liste fertig habe. Danke, Richard.